Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu Wings. Weiter geht's mit unserem Ab de Blaue, 20 Missionen, 7 Kills. Und ja, ich bin mal gespannt, was jetzt für eine Mission ansteht. Der 9. September 1916, Wing HQ advises us to prepare for a long stay at Amiens. Wir sollen uns also darauf einstellen, lange in Amiens zu bleiben. Naja, gefällt mir eigentlich auch ganz gut hier. The trenches are being fortified and it's starting to look like another Verdun. Trench warfare is a dumb way to fight a war if you ask me. Ja, dieser Stellungskrieg ist eine dumme Art und Weise, einen Krieg zu führen. Krieg ist sowieso nicht ganz so toll, sag ich jetzt einfach mal. A buddy and I are patrolling at some today. Bosch patrols have increased in response to our river raids. There are no more easy days. Also wir stellen uns auf einen harten Patrouillenflug in der Nähe von Somme ein, oder vielleicht Somme. Wer weiß das schon. Mal sehen, mit wem wir fliegen. Oh, mit Captain George Williams zusammen. Komischerweise haben wir schon mehr Missionen absolviert als Captain George Williams und sind noch nicht ein einziges Mal befördert worden. Dankeschön. Sehr fair. Nun gut. The river was unusually quiet, but above the momentary still we were in for a clash. We faced the fairest of all possible fights, a 2-on-2 encounter with a pair of E3s. Okay, also 2 gegen 2 gegen E3s. Ja, wie auch immer. Boah, der schießt schon wieder hier rum. Hat der denn wahnsinnig? Ich treffe den gar nicht von hier aus, ne? Wie immer. Immer sind die zu weit weg. Ja, muss ich vielleicht noch ein Stückchen näher ranfliegen. Vielleicht schauen wir einfach den linken. Hoppala. Ah, zumindest habe ich ihn schon mal ein bisschen erwischt. Hoppala, wer schießt da auf mich? Wow. Ab der Blaue. Zieh den Kopf ein. Ja, der da hinten fliegt wieder, aber ja, nicht weg. Ja, dann schnappen wir uns erstmal den, der ein bisschen näher dran ist anscheinend. Der Mann, der ist gut. Am besten richten wir uns immer danach, wohin der Kopf guckt. Das ist dann wohl immer das Einfachste. Der konzentriert sich ja auf den Gegner, der am nächsten dran ist. Ich glaube, der hat sich gerade unser Captain George Williams verabschiedet. Das ist nicht gut. Ah, wo ist er denn? Schwebt bestimmt wieder über uns irgendwo. Getroffen habe ich ihn auf jeden Fall. Das reicht mal wieder nicht, um ihn abzuschießen, oder? Jetzt zeigt er unter uns. Ja. Einfach unseren Captain vom Himmel blasen. Er verwickelt mich natürlich jetzt hier im Zweikampf. Sein Kollege wird dann wahrscheinlich gleich von hinten kommen. Oder von der Seite. Ja, obwohl, der turnt da hinten noch irgendwo rum. Nein, Captain George Williams. Und tschüss. So. Der nächste, bitte. Schönes Geräusch. Mist. Das bin ich nicht gut angegangen. Ja, wo ist er denn hin? Yes, den haben wir auch. Perfekt. Fast perfekt, mal davon abgesehen. Lone Survivor Returns, dass unser Captain die Segel gestrichen hat. Und leider ist er auch tot. Aber 2 Abschüsse mehr für Second Lieutenant Ab de Blaue. Wie wär denn jetzt mal mit einer Beförderung hier? Hä? Ei. Alan Needham, George Williams und William N. Walters. Alle 3. Patrick Weaver auch noch wounded. 21 Missionen, 9 Abschüsse. Kann so weitergehen. Wir werden schon wieder nicht befördert, glaube ich. Nö, bestimmt nicht. Warum auch?
Warum sollte man uns befördern? Wir sind ja nur Kriegshelden. Der 15. September 1916. Been thinking a lot about my family. Hoped I was over my loneliness. But I guess it never goes away. At least, if I can still feel homesick, it means I can feel something at all. Naja, er vermisst natürlich seine Familie und er fühlt sich... Er hat Heimweh. Und das sieht er als gutes Zeichen, denn wenn er Heimweh hat, dann empfindet er überhaupt noch irgendwas. Okay. Farah says to quit whining and start thinking about protection. His mole reports a 1430 strike at Arras and two of us are being dispatched as a welcome wagon. Also wird er einen Bomber beschützen, der um 14.30 Uhr irgendwo zuschlagen soll. Also das ist ja wieder toll. Ah, protect the base. Okay, also kein Bomber, wir werden angegriffen und da müssen wir jetzt für sorgen, dass wir den Gegner abschießen. Mit Josh T. Efferton zusammen, der schon First Lieutenant ist, obwohl er erst 7 Missionen hat. Also ich meine, in der Luft verhalten wir uns tadellos, auf dem Boden verhalten wir uns tadellos, keine Frauengeschichten, keine Alkoholgeschichten, aber nein, wir werden nicht befördert. Fritz Flyers als errors were up on us by one. What we didn't have was a fear of failure drummed into their hearts by a loudmouth named Farah. Ja gut, also so beeindruckend finde ich Farah jetzt auch nicht. Hoppala, nicht auf unseren eigenen Mann schießen. Achso, das sind drei. Das ist nicht gut. Die kommen von oben. Hoppala. Na, das ist wie man mit ein bisschen Klebeband. Lässt sich das alles richten. Fliegen wir noch ein bisschen weiter. Er fliegt ja direkt vor unserer Nase. Hochziehen, hochziehen, hochziehen! Nein, verdammt! Da waren doch bestimmt noch 2 Meter zwischen. Kann ich die Maschine noch abfangen? Nein! Oh, ab der Blaue! Ach, wegen so einem kleinen Crash in der Luft. Mann! Ja, ist er ohnmächtig geworden. Autopilot gab's noch nicht. Das tut mir leid. Unser erfolgreichster Pilot bisher vorbei. So. Aber immerhin ein Abschuss. Ja. Auch der Deutsche ist draufgegangen. Das beruhigt mich ungemein. Muss ich mal kramen, wo meine Liste ist. Mit den nächsten Freiwilligen. Ja, ja, es ist traurig. Traurig, traurig. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, sonst hätte ich die Liste bereitgelegt. Ich kann natürlich jetzt auch niemanden bevorzugen, der noch nicht dran ist oder wäre. Wo habe ich sie denn? Ja, der gute Abdeblaue. Ich kannte ihn gut. Er war ein netter Kerl. Tadelloser Kollege. Wahrscheinlich werden wir jetzt wieder nicht befördert. Post-Mortum, Mortem. Ja, ich finde meine Liste... Ach, hier ist er. Natürlich, das letzte Blatt immer. Mhm. Immer das letzte Blatt. Ja, und der nächste Freiwillige. Ein alter Bekannter. Oh, falsch geschrieben. Lycra Love folgt auf Ab der Blaue. Und nochmal Flying Abilities nach oben. Shooting Abilities. Stamina komplett weg. Packen wir dann auf Mech Attitude. Das haben wir, glaube ich, so in der Reihenfolge noch nicht ausprobiert, oder? Flying hoch, Shooting hoch, Mech hoch, Stamina runter. Müssen wir mal gucken, ob das gut geht. Aber zunächst einmal müssen wir natürlich die Flugprüfung bestehen. Earn Wings. Das machen wir doch sofort. All that stood between me and the front was a nimble display of my bombing prowess. Otherwise, I'd need another lesson in bush blasting. Das heißt, wir müssen bombardieren. Das sollten wir da hinbekommen. Ja. Mal sehen, wie lange der Lycra Love durchhält. Der gute Lycra Love 09. Jetzt darf er sich mal beweisen. Na, wo ist denn das Gebäude? Ja, ein bisschen Flugprüfung hier. Komm hier mal hier nach links. Mal nach rechts. Schön wedeln mit den Flügeln. Als Hallo-Zeichen oder auf
nehmen uns Abschied. Das ist das erste Gebäude. Ah, Trevor! Und? Non-Trevor, perfekt. Ja, der Lycolove, der ist auch zum Fliegen geboren, glaube ich. Born to fly, I'd won my wings, take my first step to glory. Ja, den Satz haben wir jetzt schon öfter gelesen. Und ich vermute mal, der gute Lycolove wird damit beauftragt werden, das Tagebuch des 56. Schwadrons zu führen. Oder Geschwader, kann man auch sagen. Das ist genau das, was Pharaoh natürlich erzählt. Naja gut, dann machen wir das. Einer muss ja die Geschichte festhalten. Ja, Abte Blaue, 15. September 1916. Ein trauriger Tag. Aber der neue Kömmling ist da, Second Lieutenant Lycolove. Und der fliegt jetzt mal seine erste Mission. 0-0 sieht ja noch ein bisschen nicht so gut aus. Der 18. September 1916. No matter what we do, it doesn't please that jackass Farah. Egal was wir machen, Farah ist nie zufrieden. Colonel Farah, ne? Ist klar. We risk our lives, we follow orders, we help the mechanics service our planes and we shoot down Germans. All we want is our mail online. All he can say is, leave me alone, ladies. Jerk. Ja, also irgendwie Farah, naja gut, ich meine, der trägt natürlich auch viel Verantwortung. Das ist ja nicht so gut gelaufen, das verstehe ich schon. I'm off with two of the others for some balloon busting at Olniono. Wo auch immer das ist. Also Ballons abschießen mit zwei anderen. Ich befürchte fast, dass es nicht dabei bleiben wird bei den Ballons. Boah, Rick Hendricks, 47 Missionen, 22 Kills. Lloyd Cutter, 33 Missionen, 19 Kills. Und wir als Greenhorn. Oh oh. Oh oh. Naja. Ein paar Ballons abschießen, vielleicht ein bisschen Anti-Aircraft-Fire aushalten, ein paar gegnerische Flugzeuge. Ha, geht doch super los. Few things in the wild make Balloon Hunters happier than what we found at Olniono. Olniono. Two of the fat devils with no fighter cover. They were ours alone for the stalking. Okay, nur Ballons? Ja, wollte schon sagen. Und natürlich Luftabwehrfeuer. Luftabwehrfeuer. Sollten wir vielleicht mal einen kleinen Bogen fliegen? Ob wir jetzt die Ballons abschießen oder nicht, die zählen ja eh nicht zu unserem Abschusskonto. Das ist schon komisch, dass da jetzt keine deutschen Flieger in der Nähe sind. Ja, egal, schnapp ich mir den Ballon hier. Wenn er da so lange alleine am Horizont entlang zieht. Erste gute Übung für Lycolove. Ballons abschießen. Ah? So einfach. Schwerer als es aussieht. Na bitteschön. Eine Kugel hat gesessen. Mal gucken, ob der andere Ballon noch am Himmel schwebt. Dann holen wir den auch noch runter. Ja, da ist er. Ja, machen denn die anderen beiden? Die denken sich auch, lass das mal alles das Greenhorn machen. Wir beiden fliegen schon mal nach Hause. Landen schon mal. Machen schon mal ein Bierchen auf. So, dann haben wir auch den zweiten abgeschossen. Eine erfolgreiche erste Mission, würde ich mal so behaupten. Waren nur zwei Ballons, oder? Ja. Mission accomplished. Ja, mehr gibt's dazu auch nicht zu sagen. Es ist wohl wahr. Ja. Encountered no enemy planes and moderate ground fire. Das kann man so bestätigen. Lloyd Cutter ist verwundet. Sind wir nicht gerade mit dem geflogen? Ja klar, wieso war denn der verwundet? Der hat doch nichts getan. Hat so beim Faulenzen irgendwie was verdreht oder so? Keine Ahnung. Gut, dann machen wir an der Stelle einen Cut für heute. Das war die erste Mission von Lycolove im Gedenken an Abte Blaue, den bisher erfolgreichsten Piloten von uns. Und dann sehen wir uns in der nächsten Episode wieder. Bis dann, bye bye.